Ich überlasse dir mal den Einstieg. Achso, du überlässt mir den Einstieg. Ja, also, letzte Folge war ich noch ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Wie sieht's bei dir aus? Wollte gerade sagen, ja, ich bin so auf den letzten Metern. Also, ich glaube, ich habe jetzt Antibiotikum genommen. Morgen die letzte Einheit, dann sollte es doch endlich wieder. Aber ich darf halt immer noch keinen Sport machen. Das nervt so ein bisschen. Aber, okay. Ja. Das hat der Arzt mir nochmal ausdrücklich gesagt, wegen Herzmuskelentzündung bei sowas. Also soll man wohl wirklich nicht machen, wenn man noch nicht wieder 100% fit ist. Deswegen höre ich da jetzt drauf, bin vernünftig, so schwer es mir fällt. Ja, nicht, dass du mir wegstirbst während der Aufnahme, da müsste ich alleine den Podcast machen. Ja, schon wieder müssen wir den nämlich. Ist das jetzt schon die dritte Folge? Dritte Folge ohne Basti, genau. Basti ist immer noch im Urlaub. Ja. Und ist, glaube ich, ab nächster Woche wieder am Start. Ja. Und heute müssen wir nochmal zu zweit das Ding wuppen. Ja, kein Problem. Wir haben auch eine ganz, ganz andere Uhrzeit, wo wir den. Also, wir sind jetzt, ich kann es ja ruhig sagen, wir nehmen den gerade am Abend auf. Ist gerade nach 22 Uhr. Ich bin mal gespannt, ob das nachher im Podcast auch so ein bisschen hörbar wird, dass es schon dunkel ist draußen, ob wir schon so ruhiger geworden sind und so. Ja, ja, schauen wir mal. Wollen wir uns noch mal kurz vorstellen für die Leute, die uns noch nicht kennen? Ja, wir machen das ganz schnell, damit die Leute, die uns schon kennen, nicht irgendwann bald da keinen Bock mehr drauf haben. Also mein Name ist Sinan, unter anderem als Tavengo unterwegs. Ich betreibe die Website futorial.de. Alles, was das Producer-Herz begehrt, kann dort erlernt werden, kann sich ausgetauscht werden im Forum. Ja, und wir machen diesen tollen Klangküche-Podcast. Normalerweise zu dritt, heute wieder zu zweit. Wer bist du denn? Genau, ich bin Sebastian von dancecharts.de, bin dort Gründer, einer der beiden Gründer und mache Musik unter den Namen aktuell Kalmani & Gray und als DJ lege ich auch noch auf, unter anderem als Marc van Damme. Genau. Ja, und der Dritte, der normalerweise mit uns das hier macht, ist Sebastian Schilde, bekannt als Sebastian und unter anderem auch, was war das nochmal? Bastian van Schielt. Bastian van Schielt und Nacho. Viel wichtiger, neuerdings ja seine Jacktunes-Geschichte da. Jackhead. Jackhead, genau. Ja. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen Intro gemacht, dann wollen wir einfach mit Intro-Mucke erstmal die Leute willkommen heißen, um dann lustig zu plaudern. Ja. So machen wir das. Bis gleich, Jungs und Mädels. Was heute wieder gebacken ist, erfahrt ihr in der Klangküche. Ich weiß eigentlich, dass ich gerade, ich habe hier nebenbei den Tomorrowland Livestream laufen. Ich weiß aber nicht, wie lange ich mir das noch gebe, weil das Geflacker ist gerade ziemlich stressig. Also ja, sehr viel Flashlights. Bei mir läuft es auch hier nebenbei. Ich muss sagen, also wir nehmen jetzt gerade schon Freitagabend auf. Die Uhrzeit hat Sinan ja vorhin schon erwähnt. Es liegt einfach daran, weil ich nächste Woche, Anfang der Woche auch unterwegs bin. Und Sinan dann ganz alleine wäre, einen Podcast aufzunehmen. Ja, also mit dir alleine den Podcast, kein Problem, aber ganz alleine. Ist nicht so, dass ich nicht eine Stunde reden könnte, aber ob das noch jemand hören will. Genau, und heute Abend hat das Tomorrowland Festival angefangen und die streamen das ja immer schön live ins Internet und kann sich anschauen. Bei mir ist es dies Jahr irgendwie so, ich habe relativ wenig Interesse, das zu gucken, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ich habe das jetzt, weiß nicht, seit 2012 oder 2013 immer geschaut. Zumindest freitags oder so. Und auch in ein bisschen Entspannung, so welche Tracks gespielt werden, die bisher unveröffentlicht sind. Mhm. Und jetzt legt gerade Hardwell auf und der hat ja gestern angekündigt, dass er eine neue Single spielen will. Der sozusagen der geistige Nachfolger seiner Hitsingle Apollo. Ah, okay. Aber weißt du was? Interessiert mich irgendwie gar nicht. weiß ich auch nicht. Also dieses Jahr, ich bin satt. Ich weiß nicht. Das ist krass, dass du das so sagst. Ich wollte jetzt eigentlich so eine, ich dachte, ich hätte heute die Kontrameinung. Ich muss jetzt leider in die genau gleiche Kerbe schlagen.
Wir können gerne mal ein bisschen darüber philosophieren, woran es liegt. Ich bin so ein bisschen übersättigt, was Festivals anbelangt. So insgesamt sogar. Also, ne, Tomorrowland jetzt eins mit der größten, ja, okay. Ist jetzt nächste Woche ist Perukaville, oder? Nee, ist auch heute. Hat auch heute. Achso, ja, wir sind zeitgleich. Ja. Ach, siehst du, ich glaube, das ist es irgendwie. Letzte Woche Airbeat oder davor? Letzte Woche? Letztes Wochenende, ja. Boah, ich glaube, das ist ja, das, was sich früher ja irgendwie dann über das ganze Jahr verteilt an Clubs und so passiert ist, ist jetzt ganz krass in diesen gefühlt 2-3 Monaten der Festivalsaison, oder? Ja, absolut. Ja. Ich weiß nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich was verpasse. Im besten Fall schaut man sich dann am nächsten Tag bei 1001, also 1001 Tracklist, die Playlisten der DJs an, was die Jungs gespielt haben. Und die haben das so cool gemacht da, dass man auch eigentlich das Set hören kann. Und zwar auch an der entsprechenden Stelle. Also wenn er zum Beispiel danach steht, der neunte Song ist die ID dann gewesen von Hardwell, dann klicke ich da einfach drauf und dann höre ich die. Dann springt das direkt dahin. Springt das dahin. Also mega gute Erfindung und deswegen muss ich das jetzt hier nicht live gucken. Aber ja, Hardwell freut sich gerade übrigens, siehst du das? Ja. Ja, boah, ja, das ist doch schön. Gut zufrieden zu sein, ja. Ja, ja, jetzt ich will es gar nicht sagen, ich hatte ja auch letzten Dienstag, hatte ich ja Geburtstag, bin ja 33 geworden. Woran liegt das? Sind wir vielleicht doch so, dass wir jetzt, auch wenn wir uns das niemals eingestehen wollen würden, werden wir alt? Liegt es daran? Ja, ich glaube, das liegt auch in der Natur der Sache, dass man älter wird. Bis auf Benjamin Button wird, glaube ich, keiner jünger. Ja, und Will Smith, hast du den gesehen? Ja, der altert auch nicht, ne? Ich raff's nicht. Ja. Also ich habe den ja beim Finale, WM-Finale, ist er aufgetreten. Dann habe ich mir so Bilder angeguckt, Will Smith als Prinz von Bel-Air. Ja. Und dann jetzt so 25 Jahre dazwischen und du denkst so, hä? Also das, seit iRobot bin ich mir nicht mehr so sicher, ob der vielleicht ja, wurde der mal ersetzt oder so. Ja. Wird permanent ersetzt, kann sein. Ja, auf jeden Fall, ja, werden wir vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich gebe dir recht, ich habe das auch so ein bisschen dieses, ja, ich kann ja noch sagen, letztes Jahr war ich ja auf vielen Festivals, ich weiß nicht, manche haben das mitbekommen, ich habe ja so Festival Report gemacht, ich war auf dem New Horizons, ich war auf dem Electrocise, Panama, und noch ein paar, noch Nature One war ich auch noch und Ruhe in Love, also habe echt viele Festivals mitgenommen, habe davon berichtet und so weiter und ich habe auch das Gefühl, dass dadurch bei mir so eine leichte Ermüdungserscheinung eingetreten ist, weil letztlich muss ich gestehen, wenn man jetzt mal die Mainstages miteinander vergleicht, ja, das Design ist ein bisschen anders, die Acts sind häufig ähnlich, es unterscheidet sich nicht so krass. Also es ist schon irgendwie immer sehr, sehr ähnlich alles. Ja, volle Zustimmung. ich glaube, so ein Festival-Erlebnis ist auch, also aus dem Standpunkt gesehen, den du hast, könnte es tatsächlich sein, dass das irgendwann dann langweilig wird. Mir geht's genauso, aber wenn du jetzt irgendwie Anfang 20 bist und mit deiner ganzen Clique zu so einem Festival fährst, mit Zelten und so, das ist dann schon was anderes, ne? Also dann fährst du dahin, um irgendwie eine coole Zeit mit deinen besten Freunden zu haben. Ich glaube, ja, ich glaube, diesen Social-Gedanken, der verpufft bei mir. Ja, genau, das ist die Komponente, die fällt bei dir vielleicht ein bisschen weg, so bei mir auch. Und dann bleibt am Ende nur noch DJ XY, der zum 8. Mal nacheinander da auf der Bühne steht. Ja. Und jedes Jahr denselben Big Room spielt. Also. Ja, das stimmt natürlich, da gebe ich dir vollkommen recht. Das, witzigerweise hatte ich das aber auch noch nie so richtig. Ne? Also ich war ja auf der Nature One. Das erste Mal, lass mich nicht lügen, 2003 mit 18, glaube ich. Und auch da war es so, ich war halt schon relativ früh einfach krasser Musik-Nerd. Ich bin mit, glaube ich, 3 Freunden dahin. Ne? Also wir waren irgendwie gerade eine ganz kleine Truppe, haben überhaupt nicht gesoffen und haben eigentlich nur die Acts interessiert. Wir sind da richtig so mit dem Time
Table, also mit dem Line-Up, ne, zu welchen Zeiten da was da passiert, rumgelaufen, um unsere Acts halt zu gucken und die Tracks zu hören und so. Also waren schon da eben sehr, sehr musikaffin. Ja, vielleicht habe ich da irgendwas verpasst. Ja, kann sein. Also ich war, glaube ich, auch so 2001, 2002 mal auf der Nature One. Relativ spontan so. Ja, das war so, also das war anders, als es heute ist, glaube ich, so, die Nature One. Und aber ich habe irgendwie kein Bedürfnis, da gerade nochmal hinzufahren, so, weiß ich auch nicht. Mhm. Ich bin, wie gesagt, ich würde mich jetzt wiederholen, aber ich bin gerade müde. Festival-müde sozusagen, also nicht ja, mehr, ja. Ja, genau. Ich hab ja auch dann schon so Anfragen auch bekommen, ne? Also die Festivals, die waren ja ganz interessiert, auch an meinen Reviews, obwohl ich sehr kritisch bin, ne, habe ich wieder Einladungen bekommen und ich muss sagen, ich weiß nicht, vielleicht kommt es nochmal, aber ich habe das Gefühl, ich brauche irgendwas Frisches, Neues. Also ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich mich tatsächlich dann noch mehr um die Nebenstages kümmern, mal da genauer in die Tiefe gehen und so. Ne? Das ist aber immer dieses große Dilemma. Du verfolgst die Mainstage, weil es halt doch irgendwie die größte Stage ist und weil es die größten Namen sind, um dann aber festzustellen, dass es irgendwie immer das Gleiche ist und einen nicht mehr so richtig überrascht, muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. Das ist natürlich auch blöd. Ich könnte ja auch mal woanders hingucken oder genauer hingucken. Ne? Ja, ja. Ja. Aber man, der Mensch ist so, der will irgendwie immer doch, da wo die meisten stehen, da will man dann doch irgendwie mal hingucken, weiß nicht, was ist das, so das Gefühl vielleicht doch irgendwie, ich will nichts verpassen? Ja, also gibt es bestimmt ein paar Gründe, so auch vielleicht auch ein bisschen Gruppenzwang so, also wenn deine ganzen Kumpels und Kollegen so die coolen Festivals im Sommer mitmachen, dann bist du auch vielleicht deswegen mit dabei. Oder weil du einfach mitreden möchtest. Ja, ich glaube auch. Also das ist ja schon jetzt so, das ist ja in so vielen Bereichen findet man das. Hab jetzt schon auch wieder bei Facebook Diskussionen gesehen, wo sich dann die User teilweise darum betteln, wer das krasseste Festival besucht hat. Also dann geht's halt los. Ja, Beat One, viel geiler als Perucaville und Perucaville, voll die Anfängerveranstaltung. Ich gehe aufs Tomorrowland. Also es geht schon wieder manchmal irgendwie um Status und das ist dann schon irgendwie puh. Ja, das ist dann so, also gerade bei Airbeat One und Perucaville, da hat man so das Gefühl, dass die beiden sich irgendwie betteln, ne? Wer das bessere Festival ist. Wobei ich muss sagen, das Perucaville da, das gibt es ja jetzt zum vierten Mal, glaube ich, erst, ne? Also 2015, 16, 17, 18, also jetzt zum vierten Mal. Mhm. Was die in so kurzer Zeit hingekriegt haben, echt respektabel. Und das Airbeat One Festival gibt es schon seit 2002 oder so. Okay, ist das dann letztlich auch wieder dieses Battle zwischen, da kommt so ein Neuer, macht's irgendwie mit Marketing jetzt echt krass groß und so und das andere wird dann jetzt gesagt, also das Airbeat One ist so das True Festival, das noch echte und das andere ist jetzt so ein Ableger oder so eine Kopie von Tomorrowland. Ist da irgendwie so ein Streit auch dabei oder? Kann sein, weiß ich nicht genau. Also zumindest ein bisschen gefühlt so, ne? Also es gibt ja halt die Jünger, die zum Airbeat pilgern und dann gibt's die Jünger, die zum Perucaville pilgern. Und das ist so ein bisschen wie bei iPhone gegen Samsung. Du weißt, wie das ist, ne? Also, ja, ich weiß. Letztendlich sind beide gut und eigentlich da zu sagen, welches besser ist, kommt auch halt immer darauf an, worauf du Lust hast, ne? Ja. Wenn du Lust hast. Wenn du jetzt zum Beispiel Mini-Klinkenanschluss willst, dann. Dann bist du, ja, oder wenn du Adapter willst, so, dann gehst du zu Apple. Und so ein Adapter für 80 Euro, dann gehst du halt zu Apple. Ja, genauso ist das ein bisschen. Ich glaube aber, ein Riesenvorteil von Perucaville ist halt die geografische Lage. Da in Nordrhein-Westfalen irgendwie ein bisschen günstiger gelegen auch als da oben Mecklenburg-Vorpommern. Neustadt-Lewe, da ist ja irgendwie so. Übrigens, ich war damals, ich glaube sogar im ersten Jahr da bei der Airbeat One. Da hieß sie noch Airbase One.
Ah, okay. Und war da auf diesem Flugplatz irgendwie und die mussten sich dann nachher umbenennen in Airbeat One wegen Namensrechte oder so. Also, ah, okay. So wie unser Podcast auch. Ja, hast du jetzt umbenannt? Ja, das war, da war noch klein, da keine Ahnung, waren vielleicht 4.000, 5.000 Leute oder noch weniger. Hm. Kann mich noch dran erinnern, ja. Tja. Ja, warum steht eigentlich die ganze Zeit Hardwell da steht immer die ganze Zeit oben Now Joris Vorn. Next. Das, keine Ahnung. Das stimmt doch nicht. Netzgeil steht als nächstes. Netzgeil, ja. Ich kann nicht lesen. Also, hier steht Hardwell 21.50 Uhr und danach. Achso, hä? Also Joris Vorn hat da. Achso, doch, da war davor. Ja, was machst du gerade? Verwirrst du gerade unsere Zuhörer, Sinan? Ja, sorry. Ich wollte gerade wissen, wer wann auflegt. Ich wollte nur raffen. Also nach Hardwell kommt Axwell und Ingrosso. Die hast du ja auch schon gesehen. Die brauchst du ja auch eigentlich nicht sehen. Genau, nach Hardwell kommt Axwell und Ingrosso. Und dann die hast du ja am Plattensee gesehen. Die werden doch nicht ein anderes Set spielen, oder? Nee, die werden dasselbe. Fast dasselbe Set spielen. Bin ich mir auch ziemlich sicher. Es kann sein, so Tomorrowland ist ja schon ein sehr wichtiges Festival, dass du da nochmal so ein paar oder ein, zwei IDs rausholst, also so unreleased Tracks oder so. Das könnt ihr mir schon vorstellen. Ja, ja, okay. Das ist wieder wie so Stellenwert wie Ultra. Ultra Music Festival und Tomorrowland, so, das sind so, die, da machst du das halt irgendwie. Da, wenn das du, wenn du neues Peaks hast. Peaks im Jahr. Ja. Genau. Ja, ihr merkt vielleicht schon, wir sind heute ein bisschen strukturlos in unserem Podcast. Ich habe gehört, jeder gute Podcast braucht strukturlose Folgen. Damit danach wieder so richtig strukturierte kommen und man so denkt, wow, die haben sich voll gemacht und dann geht's wieder runter. Du brauchst immer den Wechsel, ne? Sonst. Ja, den Wechsel gibt es jetzt bei uns demnächst auch. Wir können jetzt mal kurz Werbung in eigener Sache einschieben. Und zwar, zumindest ist das noch der Plan, werden wir eine Patreon-Folge, also in Anführungszeichen Patreon-Folge, gleich noch aufnehmen. Bis tief in die Nacht. das ist dann die Folge, die man nur zu hören bekommt, wenn man uns unterstützt. Das kann man dann über unsere Webseite machen, die da heißt www.dieklangküche.de. Also Küche mit Ü. Wir packen den Link auch nachher in die Shownotes, würde ich sagen. Besuch gerade mal die Seite. Ja. Genau, besucht mal. Die ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht fertig, aber wenn ihr diesen Podcast hört, dann sollte sie fertig sein. Hoffe ich zumindest. Da gibt es oben einen Menüpunkt, der heißt Premium-Folgen. Da könnt ihr dann draufklicken. Direkt rechts neben kostenlose Folgen gibt es Premium-Folgen. Genau, und dann kann man, also ich habe das vorhin in Anführungszeichen gesetzt, dass Patreon, weil das mittlerweile aus dem Begriff geworden ist, wir machen das über Steady, das ist ein Anbieter, da kann man sich dann einloggen und mit PayPal zum Beispiel bezahlen. Mhm. Und dann kriegt man Zugang zu allen Premium-Folgen, die wir haben. Bisher haben wir noch keine. Wenn ihr diesen Podcast hört, haben wir hoffentlich eine. Aber auch alle zukünftigen Folgen könnt ihr dann hören. So, und was haben wir denn davor? In diesen Premium-Folgen. Was wollen wir da machen? Ja, also vor allem wollen wir dabei tiefer auch in die Welt der Produktion einsteigen. Das heißt auch so ein bisschen Nerd-Talk, ja. Dass wir über Tracks sprechen, neue Tunes von den Stars und Sternchen auf dem Markt, dass wir das mal genauer angehen, dass wir vielleicht ein paar Sachen, ne, wir können ja relativ gut immer schon herausfinden, wie ist das zum Beispiel gemacht oder was sind interessante Teile in einem Track, die man hervorheben kann. Und ja, da wollen wir dann drüber sprechen. Aber auch, du hattest die Idee, weißt du es noch? Ja, ihr könnt uns Songs zuschicken, wenn ihr möchtet. Und dann hören wir in der Sendung mal rein und geben euch ein Feedback. Ja. Das wollen wir machen, so als Rubrik wahrscheinlich irgendwie. Und ihr könnt uns Fragen stellen, die werden wir da auch beantworten, die wir vielleicht dann in den kostenlosen Folgen nicht mehr unterbringen konnten. Und ja, Sinan sagte gerade schon, wir wollen tiefer in die Materie gehen. Also Basti ist ja auch mit dabei, Sebastian. Und ich glaube, wir alle drei zusammen bringen keine Ahnung wie viele Jahrzehnte Erfahrung mit. Ich denke auch, da gibt es also einiges zu quatschen, aber einiges zu lernen. Ich bin auch gespannt. So. Genau, also ich glaube, für mich spannend wird. Ja, auch für mich auch. Also ich glaube, wir lernen bestimmt jeder von uns wieder ein paar Sachen dabei lernen. Das wird ein krasser Erfahrungsflash werden sozusagen. Ja.
Ich glaube auch nicht nur übers Produzieren, sondern allgemein übers Business auch. Also jeder von uns hat irgendwann mal seinen ersten Labelvertrag unterschrieben und was kann man da alles falsch machen und so weiter, ja, und so fort. Solche Sachen werden wir bestimmt in den Premium-Folgen intensiver besprechen. Wir haben ja schon mal so auch drüber gesprochen, aber dass wir da auch einfach nicht den, da kann man ja wirklich dann richtig ins Detail gehen, ne? Ja. Genau, und schaut auf unserer Webseite nach, dieklangküche.de, dort findet ihr dann alles, um an diese Folgen zu kommen, ist eigentlich selbsterklärend und dann schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt, oder? Ja, ich bin sehr gespannt. Genau. Achso, ich würde noch eben kurz erwähnen, was wir mit diesen 5 Euro machen, Unterstützung von euch. Mhm. Wir wohnen ja relativ verstreut in Deutschland. Also einer, ja, ich wohnt in NRW und ihr da im hohen Norden. Ich im hohen Norden an der deutsch-holländischen Grenze und also Nordwesten, und Basti wohnt da oben in Schleswig-Holstein. Und wir können uns dann vorstellen, dass wir uns dann mal am Wochenende vor Ort irgendwo treffen, vielleicht in der Mitte irgendwo oder in Hamburg oder keine Ahnung, und dann mal ein paar Folgen aufnehmen, irgendwie so aus in der Richtung. Da, das können wir uns gut vorstellen. Oder vielleicht auch mal Equipment und zulegen, also bessere Mikrofone oder irgendwie sowas, ne? Ja, alles, was halt dazugehört, um das hier zu realisieren. Genau. Und wir haben ja auch ein paar Unkosten, also die Webseite kostet Geld, dann unser Podcast-Hoster nimmt irgendwie ein paar Euro im Monat und also ein Pipapo halt irgendwie. Genau. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja. So, genug Werbung. Kommen wir zurück hier. Ja, haben wir denn eine User-Frage diese Woche? Ja, ich wollte eins noch aufgreifen, und zwar der YouTube-User Odestrian hatte zu unserer letzten Folge was kommentiert. Und zwar in der letzten Folge hatten wir, ja, wie soll ich sagen, so diesen Tipp, oder wir haben so, ja, gesagt, man solle nicht umsonst auflegen. Achso, okay, ja. Ne, also wenn man jetzt zum Beispiel beim Festival XY da um 14 Uhr den Gig bekommt und alles selber bezahlen muss, ja, soll man halt nicht machen. Soll man auch gewissermaßen stolz genug sein, einfach zu sagen, ich mach's nicht unter einem bestimmten Geldbetrag. Und da hat halt der User Odestrian gesagt, wir sehen das halt aus einer sehr professionellen Ebene. Wir sehen das halt als Berufs-DJs, Berufsproduzenten, ja, das kommt für uns nicht in Frage. Und er sagt halt, wenn du jetzt 18- bis 24-jähriger DJ bist und du machst das, du weißt nicht, du studierst und machst das wirklich hobbymäßig nebenbei und du kriegst jetzt irgendwie die Gelegenheit, und wenn es nur um 15 Uhr auf irgendeinem Festival ist, da aufzulegen, er sagt halt, das kann man auch trotzdem voller Stolz machen. Und selbst wenn man am Ende, weiß ich nicht, selber sein Geld da reinschmeißt, nichts davon hat, kann einen das ja trotzdem total mit Freude erfüllen. Und als ich das so gelesen habe, da habe ich so gedacht, ja, da hat er natürlich recht. Also, ne, wenn einer einfach Spaß dran hat, dann ist das natürlich voll okay. Und dann ist es auch nicht okay im Prinzip, dass ich ihm dann sage, er solle das nicht tun, ne? Das musste ich dann jetzt auch nochmal denken, ja, er hat vollkommen recht. Wir sehen das aus der professionellen, beruflichen Ebene. Und das ist halt ein bisschen, sage ich mal, das Ding bei so Sachen wie DJing, dass hier häufig mal Beruf und Leute, die es zum Hobby und Spaß machen, das ist halt so krass vermischt, ne? Absolut. Also er hat da vollkommen recht mit der Aussage, wenn man das einfach nur als Hobby macht, sozusagen, das Auflegen, und wenn man einfach nur Spaß dran hat und dann mal so die Gelegenheit bekommt, bei so einem Festival aufzulegen, sei es um 14 Uhr auf der dritten Stage, macht das. Absolut. Nichts dagegen. Ja. Wir haben das, glaube ich, das haben wir da vielleicht nicht erwähnt, aber das war halt so in dem Kontext letzte Ausgabe, dass das schon für DJs gilt, die da irgendwie vorankommen wollen in dem Business, die das irgendwie, die vielleicht diesen Sprung machen möchten vom Hobby-DJ zum Semi-Professionellen oder sowas. Ja. Also mit Semi-Professionell meine ich, du hast noch immer noch deinen richtigen Job, aber legst am Wochenende halt nebenbei regelmäßig auf oder so. Dann bist du ja genauso. Hast du ein zweites Einkommen dadurch, hast du ein gutes Taschengeld damit noch. Genau, so, und aber immer mit der Prämisse, ich möchte noch weiter vorankommen. Ich möchte
Und da muss man dann vielleicht sagen, da gilt dann das, was wir letzte Woche gesagt haben, also vertreten haben zumindest, da stehe ich auch zu, macht das nicht umsonst, der Veranstalter hat genug Geld, wenn so ein Festival gut besucht ist. Lasst euch da nicht verarschen. Also, du bist im Prinzip, das ist halt so ein bisschen, das ist auch so ein Tipp, den sage ich immer Leuten, die irgendwo arbeiten, ne? Mach nichts umsonst, es wird dir nicht gedankt. Es ist nicht so, dass einer denkt, also sagen wir mal jetzt, irgendein Veranstalter plant seine DJs, der sagt nicht, ey, der Junge hat ja jetzt schon dreimal umsonst bei uns aufgelegt, komm, den buchen wir jetzt mal richtig. Das macht er nicht. Nee. In seinem Kopf ist, das ist der kostenlose DJ. Ja. Immer wenn wir irgendwo noch einen Slot voll machen müssen, dann rufen wir den an. Ja, also so funktioniert das. Man baut sich damit kein Karma-Konto auf, was man dann leider nachher in geile Gigs ummünzen könnte. Ja, also habe ich im Leben nie so erlebt. Deswegen ist einfach meine Erfahrung, sage ich mal. Absolut. Und das spricht sich auch rum. Ne? Also wenn man das jetzt nicht auf Festivals, sondern zum Beispiel auf Diskotheken-DJs, das ist auch richtig krass so. Das spricht sich schnell rum. Ey, das ist der DJ, der geht hier umsonst auflegen. Das spricht sich sehr schnell rum, ne? Oder das ist der billige 100-Euro-DJ, so. Der macht jetzt die Preise. Du tust dir da tatsächlich am Ende keinen Gefallen mit. Und das meistens ist das so, also das wäre so ein Business-Talk, auch gut für unseren Premium-Podcast. Wenn du einmal so einen Preis aufgerufen hast beim Betreiber einer Veranstaltung, keine Ahnung, sag ich mal 300 € oder so, ne? Dann ist das ultra schwierig, bei der nächsten Veranstaltung runterzukommen von diesem Preis. Also nach oben zu gehen. Also raufzukommen. Genau, der hat gesagt, ey, du hast letztes Mal für 300 € aufgelegt, warum soll ich dir jetzt 500 geben? Ja. Mach ich nicht. Du hast 300 letztes Mal, diesmal auch wieder 300 so. Und dann fang mal an, da rum zu diskutieren. Da musst du erstmal Argumente haben, ne? Und daher nicht empfehlenswert, umsonst aufzulegen, wenn man irgendwo sich im semi-professionellen Bereich zumindest befindet. Ja. Wenn du das als Hobby machst, okay, ne? Also absolut, da hat Audestrian absolut recht. Ja. Ja, dann hatte mein lieber Kollege Gimbal noch was gesagt. Er war richtig erstaunt, dass Spotify so viele jetzt auch wieder als Radio benutzen, da sie eben die, kuratierten Playlists im Prinzip, also die von Spotify erstellten Playlists im Prinzip ja nur konsumieren und gar nicht sich selber die Mühe machen, Playlists zu erstellen. Er konnte das absolut nicht nachvollziehen. Er dachte, jetzt mit Spotify hätte sich ja das endlich geändert, dass jeder so das hört, was er hören will und so. Und ich fand das ganz interessanten Kommentar, weil es einfach wieder zeigt, wie schwer, und darunter leide ich auch, wie schwer es ist für jemanden, der so tief da drin hängt, der sich in die Köpfe anderer hineinzuversetzen. Ja, das ist auch immer, also wenn man das jetzt mal einen Schritt zurücktritt und das mal betrachtet, wenn wir sowas diskutieren, dann ist ja auch, wir scheren da ja auch ganz oft alle über einen Kamm, ne? Ja, klar. Und das ist natürlich immer gefährlich, also das muss man natürlich immer sagen, es gibt auf jeden Fall auch immer Ausnahmen, ne? Natürlich gibt es User, die nutzen einfach Spotify gezielt mit dem Suchschlitz oben, also tippen da tatsächlich alles ein, was sie hören wollen und hören auch nur das. Aber es gibt natürlich genauso die Leute, die einfach die Playlist anmachen, sich in den Bus setzen und das dann einfach runterhören, ne? Was dann da automatisch abgespielt wird. Ja, ja. Ich glaube, das ist halt eh immer dieses, wenn wir jetzt sagen, so die meisten, alle, das sind ja so Formulierungen, da ist man immer recht schnell dabei, aber letztlich müsste man das natürlich auch alles immer mit knallharten Statistiken belegen und dann auch sehen, okay, wie viele User machen sich die Mühe und tippen es wirklich ein und ab wann kann man dann sagen, okay, wenn es irgendwie 2% sind, dann ist es halt vernachlässigbar. Dann brauchen wir es gar nicht mehr erwähnen. Dann kann man quasi davon ausgehen. Dann darf man auch so einen Satz sagen wie, alle hören eigentlich vorgefertigte Playlists. Also im Prinzip. Ne? Also das ist so eine, ich möchte nur erklären, wie wir manchmal zu so Formulierungen kommen. Ja. 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 Genau. Haben wir dann keine Frage oder so noch gehabt?
Also viel haben sie kommentiert. Hier sehe ich gerade den Audestrian-Kommentar. Ja, tatsächlich hatte jemand auch geschrieben, dass für ihn Big Room Never Dies ist der sein Track des Jahres. Also ist kein Scherz. Ja, klar, glaube ich sofort. Ja, also das sieht man mal wieder. Also da hat sich jemand, er ist ein großer Hardwell und Blasterjacks-Fan und anscheinend genau das, was er sich eben gewünscht hat. Ja. Ja. Aber das haben wir letzte Woche ja auch gesagt. Also ist ja kein schlechter Track so. Eher im Gegenteil, also der hat seine Daseinsberechtigung. Also allen voran für Hardwell-Fans oder für Big Room-Fans, why not? Ja. Den spielt er, hat er den schon gespielt? Also zur Information, ich habe jetzt hier auf meinem linken Screen habe ich das Tomorrowland-Livestream, sehe Hardwell da die Knöpfe drücken. Also er legt auch live auf. Das macht er wirklich, oder? Ja, das macht er ja mal, glaube ich, ja. Also der ist da in der Hinsicht, das wäre auch nochmal ein Thema für sich. Also wenn man, wir können ja mal den Stream so beobachten, die nächsten Tage noch übers Wochenende, gucken wir mal, nicht live gespielt hat. Auf jeden Fall auf meinem rechten Screen habe ich gerade die Tracklist von ihm offen, die auch in Echtzeit sozusagen eingepflegt wird. Krass. Eingepflegt wird, ja genau. Und zwar macht das der liebe Piano oder Pianu. Der macht ganz viel, oder? Ja, Franz heißt der. Viele Grüße an dieser Stelle. Der pflegt das. Der schaut wahrscheinlich jetzt auch gerade den Stream und dann wird hier live eingepflegt. Was ist der? Ist das so ein menschlicher Shazam, oder? Ja, genau. Also die haben der kennt sie alle. Ja. Ja, krass. Ich weiß nicht. Die haben da so ein System irgendwie. Da können dann auch Leute voten irgendwie, dass das nicht der Song ist und dann. Ausgeklügelt. Das ist schon ziemlich cool. Auf jeden Fall, der ist jetzt hier bei Track Nummer 15 gerade und Big Room Never Dies wurde noch nicht gespielt. Er kommt bestimmt relativ am Ende. Kommt, oder? Ziemlich sicher. Ja, ziemlich sicher kommt am Ende bestimmt noch Hardwells Cascada Remix, Every Time We Touch. Okay. Spielt er den immer oder wieso? Ja, also du musst ja so Hardwell, die spielen halt am Ende immer Hardstyle. Also die letzten ein, zwei Songs immer Hardstyle. Dann bist du ja bei 150 BPM oder mehr und dann hast du der hat einen Remix gemacht zu Every Time We Touch und der ist dann so 144 oder so, da hast du noch so eine Zwischennummer irgendwie, also kommst du von 130 BPM meinetwegen auf 142 und dann auf 150, glaube ich, ist so ein Grund, warum das immer noch eingebaut wird. Jetzt ist der Stream bei mir wieder weg. Ja, bei mir auch. Deshalb muss man sagen, also ich finde, wenn ich das jetzt mal mit Ultra vergleiche, Ultra war schon sehr smooth vom Streaming, oder? Oder ist das jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, 17.000 gucken zu bei Twitch? Ja. Das ist nicht die Zahl. Also wenn ich Shroud zugucke bei PUBG zocken, der hat bis zu 40.000 Zuschauer, also daran, das liegt nicht an Twitch, denke ich. Nein, ich glaube, die haben ein paar Probleme beim Tomorrowland-Festival, das Signal irgendwie aufrecht zu erhalten. Also vorhin hatte der Stream auch schon über 200.000 Zuschauer. Mhm. Ich weiß nicht, was da los ist. Keine Ahnung. Egal. Ja, die Infrastruktur in Miami, die digitale Infrastruktur in Miami ist besser als in Antwerpen oder wo ist das? Belgien, ne? Irgendwie. In Belgien, Boom heißt die Stadt. Boom. Ja. Boom. Ja. Genau. Oh, jetzt ist er vom Tempo schneller geworden. Ich wollte es nur mal erwähnen. Ach, du hörst auch noch nebenbei? Ja, ich höre so ein bisschen. Ich hör mal hier kurz rein, so eben, was da jetzt gerade so. Das ist jetzt schon sehr schnell. Das ist jetzt schon. Ja, dann ist er gleich am Ende. Ja, der hat noch 7 Minuten. Ja, dann geht's jetzt Richtung Ende. Achso, dann könnte man jetzt mal gucken, ob ich recht behalten werde, ob er Every Time We Touch spielt. Richtig spannend hier. Ja, aber dann hat er. Every Time We Touch. Weil du bist ein Hellseher. So, jetzt nochmal zum Anfang unseres Podcasts. Jetzt weißt du, warum ich festivalmüde bin. Ich kann schon so. Boah, das ist krass. Echt jetzt? Das ist jetzt schon so oft passiert, dass man das einfach schon weiß? Und dass ich das schon weiß, das soll was heißen. Wenn du ein Hardwell-Fan bist. Du bist ja gar kein Hardwell-Hardcore-Fan. Ja, also das kommt bei mir, ich bin ja so eine Randgruppe, das kommt bei mir schon an. Ja. Also das ist auch die spannende Frage. Also ich, Every Time We Touch. Ob der Song, ob sein Remix noch veröffentlicht wird, so offiziell, da bin ich mal gespannt, ob das passiert. Ach, ist so Bootleg-mäßig oder was? Ja, also sind natürlich die Original-Vocals und ich glaube, die Original-Vocals hat er auch bekommen. Also Every Time We Touch, produziert von Manuel Reuter und Jan Pfeiffer. Ja.
Und Manuel und Hartwill, die haben ja auch schon zusammengearbeitet. Ja. Und ich glaube, man kennt sich da ganz gut. Und dann wurden mal eben die Vocals rüber geschickt. Aber und vielleicht hatte man auch einfach noch nicht so die Muße, sich jetzt darum zu kümmern. Also es gab ja von W&W, die haben ja die Groove-Coverage-Nummer da, God is a Girl. Ja, die hat keinen Bass, ne? Die hat keinen Bass. Komisch abgemischt. Aber, hat gar keinen Bass. Ja, aber das war ja dann, dachten alle so, ey, das jetzt wird ein Trend, dass die großen Big-Room-Leute die ganzen Hands-Up-Hits. Hands-Up-Klassiker nochmal. Ja. Ja. Und in dem Zeit, zu der Zeit, kam auch dieser Every Time We Touch Remix von Hartwill, wurde das erste Mal gespielt von ihm so. In der Zeit war okay. Das. Und dann habe ich schon gedacht, so, ey, der müsste jetzt eigentlich kurz vor der Veröffentlichung stehen, dieser Remix, aber ist bis heute nicht veröffentlicht worden. Okay. Oh. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher, ob das noch passiert, aber mal gucken. So, was kommt jetzt? Jetzt kommt die Hustle-Nummer dann, ne? Jetzt ist, was ist denn das nochmal? Das ist Macklemore. Bootleg. Can Holders. Down the, ja, ist das? Hold back, irgendwas. Aber so eine Hardstyle-Version. Ja, Hardstyle. Ich habe eine Nummer, die möchte ich unbedingt in unserem Podcast Premium besprechen. Und zwar die neue Datwikas Jägermeister. Jägermeister, okay, ja, die können wir gerne im Premium-Podcast besprechen. Ja. Da muss ich ja nochmal reinhören. Gibt's die nicht auch schon recht lange? Ja, also die Nummer. Hey, warte. Da Tweakers kann das, die waren doch auf der Mixcon. Ja, kann sein. Ja, in München. Und da haben die über diese Jägermeister-Nummer, ich hab die in so einem Panel da talken, in so einem Podiumsdiskussion, habe ich die gesehen. Da haben die über die Nummer gesprochen, aber da haben die noch gesagt, dass sie die nicht veröffentlichen können wegen des Namens. Und das war so eine Scherznummer. Also wurde die jetzt veröffentlicht, ja? Ja, die wurde Anfang der Woche oder so veröffentlicht. Also haben die sich von quasi mit Jägermeister geeinigt. Da gehe ich mal von aus. Ja. Das ist die Geschichte. Also ich kenne die Nummer auch schon lange. Die haben sie ja schon oft gespielt und so. Und dann gab es die auch als RIP irgendwie, also relativ schlechte Qualität, irgendwie im Netz. Und dann fing das irgendwann an. Dann kamen bei mir Gäste an, wenn ich aufgelegt habe, ey, kannst du mal Jägermeister spielen? Dann muss ich nur sagen, nee, kann ich noch nicht. Krass. Gibt es halt noch nicht so in der Spielbahn. Ja. Habe ich nicht zumindest in der Spielbahn-Version. Und so ein RIP kannst du halt auch nicht spielen, ne? Also nee. Ich mach's auf keinen Fall. Und ja. Das machen die 100-Euro-DJs. Und jetzt ist die Nummer aber draußen und mein Gefühl sagt mir, dass ich die in den nächsten Wochen und Monaten sehr häufig spielen werde. Echt? Ja. Okay, krass. Also, ich kann das mal kurz sagen. Also, wir haben ja auch letzte Woche gesagt, dieses Hardstyle-Ding ist echt wieder am Kommen, so, ne? Und dann fing das irgendwann an, vor ein paar Jahren, da hast du am Ende immer Hardstyle gespielt. Also immer wieder die Hardstyle-Runden und so, ne? Und das, also analog zum Set von Hardwill jetzt gerade, die spielen auch mal letzten zwei Nummern, hast du das an so einer Resident-Nacht am Ende auch gemacht. Und jetzt ist es aber mittlerweile schon so populär, dass du mittendrin schon Hardstyle spielst. Runden. Okay. Also, wenn du so Großraumdisco, dann machst du immer, wechselst du immer zwischen House, Black, Charts und so weiter hin und her, ne? Ja, ich war ja einmal mit dir mit, ich habe das ja miterlebt. Genau, und dann versuchst du das möglichst flüssig alles zu machen, dass es so wie aus einem Guss. Und jetzt hast du auch irgendwie, dass du eine Hardstyle-Runde da mit reinbaust. Oder also auch eine Psytrance-Runde. Ja, das ist ja schon krass. Also, ist schon krass, ja. Krass ist schon im Mainstream angekommen. Mega im Mainstream angekommen. Und die so Nummern wie Datwikas Jägermeister, das sind dann die Nummern, die spielst du dann zur Hauptzeit in der Hardstyle-Runde vielleicht, ne? Mhm. Jo, ist es denn, ich habe dir wirklich noch gar nicht gehört, ich habe gar keine Idee. Ist es denn sehr trashig auch? Mhm. Oder? Ja, ist schon okay. Trash. Also es ist so Ballermann-Hardstyle, würde ich das nennen. Okay. Ohne den Jungs jetzt nahe zu treten, aber ich glaube, die wissen das selber. Die nehmen sich da selber ein bisschen auf die Schippe. Die haben auch Songs gemacht, die da schon hießen Wodka, Tequila. Okay, also es zieht sich ein roter Faden durch die Tracknamen durch. Genau, und jetzt Hardstyle und Jägermeister, und das sind so die Hardstyle-Nummern von denen, die so Fun sind, ne? Die, ja, die haben ernsthafte Sachen und das sind so ein bisschen Spaß. Ja, gut, aber das gab es in der Musikszene halt auch immer, ne? Dass Fun-Projekte einfach auch immer wieder gut ankommen, ne? Ja. Also, das ist ja der Crazy Frog. Schnieschna, Schnappi, alles, was irgendwie lustig ist, ja. Ja, gab's halt immer wieder mal. Sonnenlicht.
Grob Teckern damals. Hatten Toten Hosen nicht auch so einen Jägermeister? Die haben 10 kleine Jägermeister. 10 kleine Jägermeister, ne? Ja. Ja. Der war auch ganz, da gab es auch ein lustiges Video zu. Weiß ich auch noch. Mhm. Ab in die Playlist, falls es bei Spotify gibt. Ich weiß gar nicht. Achso, erstmal, genau, gutes Stichwort. Ich packe jetzt erstmal da Tweakers in die Playlist. Und zwar, also ich weiß nicht, ich habe mir die Nummer auf jetzt überall angehört. Also bei, es gibt ein offizielles Musikvideo dazu. Mhm. Dann gibt es die natürlich bei Spotify. Und überall ist ein Fehler drin, meiner Meinung nach. Oh. Ja, aber da können wir ja dann in unserem Premium-Podcast. Das klingt drin. Spannend. Kleiner Cliffhanger. So, die Nummer ist drin in unserer schönen Playlist, die da heißt Die Klangküche, Playlist zum Podcast. Also hast du auch Toten Hosen Jägermeister? Nee. Auch drin? Muss sie rein oder was? Ja. Okay. Die Toten Hosen, 10 kleine Jägermeister. Gibt's die überhaupt? 10 kleine Jägermeister. Da, hab's gefunden. Geil. Da freue ich mich, die Nummer zu hören. Die habe ich irgendwie ewig nicht mehr gehört. Irgendwie machen die auch nicht viele Streams bei Spotify. So Bands ist nicht so, ne? Ja, also gut, 10 kleine Jägermeister hat 700.000. Ja, finde ich jetzt komm. Nicht. War ein großer Hit. Bayern 1,6, aber das war auch so voll. Ja, oh, komm, die haben alle über 1 Million von dem Album. Nee, nicht alle. Nee. Ein paar. Aber schon ein paar. Ja. Achso, aber es sind auch ihre besten Lieder. Das ist das Best-of-Album. Ah, also. Ja, ich finde das nicht viel. Also, nee, dann ist nicht viel. Ich dachte, das wäre jetzt komplett. Genau, es gibt ja so ein paar, also manche Songs, die machen das ja echt schnell so. Da habe ich übrigens diese Woche einen interessanten Artikel gelesen auf weird.com, wie das so bei Spotify funktioniert. Und zwar, wenn so ein Song so ein bisschen funktioniert, dann sieht das da so ein Mitarbeiter, dann drückt er da quasi auf den Knopf, so im Backend bei denen, und dann wird er in so ein paar schon bessere Playlisten eingefügt. Und dann werten die das aus, wie der da performt. Und wenn das positiv aussieht, dann drückt wieder ein Mitarbeiter auf den Knopf und dann kommt er in die nächste Stufe. Dann kommt er noch besser. Ja, also es ist quasi so ein Recall-Verfahren. Also erstmal. Also so ein Audit-Verfahren ist das. Genau, so ein Review-Verfahren, wie in so ein Qualitätsmanagement vergleichbar ungefähr. Und dann immer weiter, also immer mehr Stufen sozusagen, ne? Mehrstufiges System. Und am Ende schalten sie dich dann weltweit frei und dann hast du den großen Hit mit über 100 Millionen Plays. So, ne? Und da gibt es gerade. Das ist witzig, das ist echt. Also, das ist Wahnsinn, ja. Ja, gut, ich meine, aber letztlich, man muss darauf vertrauen halt, dass sie das machen, immer mit dieser Zwischenauswertung. Ne? Also, dass sie das anteasern, antesten, kommt in die nächste Runde. Dann wieder auswerten. Das ganze System ist natürlich gefährdet dadurch in dem Moment, wo einer dann sagt, ja, der hat zwar nicht performt, aber ich heb den trotzdem mal in die nächste Stufe, ne? Ja, also du bist halt vollkommen abhängig von Spotify und von den Mitarbeitern da, wo du, das ist ja überhaupt nicht transparent oder so, das ist ja auch dann, also du kennst ja nicht nach welchen Kriterien die das auswählen so, also wie die statistischen Auswertungen aussehen, aber vielleicht ist da auch nachher ein bisschen persönlicher Geschmack oder so dabei, ne? Und dann ist es halt aus Sicht des Künstlers Glück einfach, ob das funktioniert oder nicht. Das habe ich auch schon bemerkt. Ja. Also es gibt gerade so eine Nummer, die auch in den deutschen Charts ganz gut performt, das ist die Body, heißt die. Ich packe sie auch mal in unsere Playlist. Von Loud and Loud Luxury heißen die. Ist so ein amerikanisches Produzentenduo und die haben die Nummer, die ist auch schon ein bisschen älter und die ist so über die letzten Wochen und so groß geworden, ne? Okay. Also die ist so nach diesem Prinzip, glaube ich, haben sie die groß gepusht. 110 Millionen Plays jetzt. Ja, 2017 rausgekommen, aber jetzt erst ein Hit. Also so ein Jahr später. Also ja, die hat so ein Jahr gebraucht. Das ist echt interessant. Oh Mann. Ja, ich bin mal gespannt, meine Drop It Dirty, die bis jetzt gar nichts passiert. Ja. Die macht pro Tag irgendwie so 80 bis 100 Streams. Aber bei mir war es ja auch immer so, wenn überhaupt, ist irgendein Lied immer nach 4 Wochen erst eine Stufe höher gekommen. Ja. Ja, aber mal sehen. Ist kein Gesetz, der wahrscheinlich, also das Gesetz nee, der Serie. Aber, ja.
ja, war halt bei mir, bei meinen Releases einfach wirklich exakt immer so. Immer erst nach 4 Wochen. Keine Ahnung, vielleicht bin ich nur in so einem unteren Spotify-Algorithmus-Dschungel. Ja. Hardware ist gerade fertig geworden. Hat gegen Ende richtig übel, also richtig hart Style, aber natürlich Commercial Hardstyle mit irgendwie Zombie. Ja, Zombies. Zombie im Break. Das ist der Hardstyle-Hit gerade. Ah, okay. Ja, jetzt kommen Axwell und ein Gross. Da steht zwar Netsky, aber das steht da, das ist völliger Quatsch. Das ist Quatsch, steht. Ja, was da steht. Ja, ich habe keine Ahnung. Also die Drop It Dirty ist natürlich auch eine Clubnummer so, ne? Das ist für mich, oder Festivalnummer sogar. Und ja. Die scheint bei Spotify aktuell jedenfalls nicht so gut zu tun. Auf dem Spotify Festival findet die nicht so statt. Ja. Ja. Mal sehen. Aber habe ich dir schon erzählt, ich habe heute, oder wir haben gerade einen Hit produziert. Das weiß bloß noch keiner. Ich habe heute den ganzen Tag Musik gemacht und kennst du das auch? Also manchmal, wenn du so einen Song machst, dann denkst du, okay, der ist jetzt fertig und okay so. Oder du hast einen Song, wo du denkst, wow, das ist es so. Okay, nee. Okay. Ich habe noch nicht so viele ultra performante Tracks gemacht. Ich habe eher so meistens so dieses Ding, dass ich so denke, irgendwann, ich find's mega, mega geil und dann komme ich aber in so eine kleine Traurigkeit und denke so, fuck, das wird keiner verstehen. Okay. aber welche, kenne ich noch gar nicht die Nummer? Nee, kennst du noch nicht. Achso, okay. Also ich fange mal vorne an. Kennst du dann das, oder ich stelle mal eine andere Frage, kennst du das Phänomen, du machst einen Song und der float so weg. Also du hast den nach 2 Tagen oder so fertig im Prinzip. Ja, klar, das kenne ich. Das ist die eine Sorte, sogar, das ist gut. Das ist nach 4 Stunden sogar schon, so, dass du denkst, boah, geil. Das ist jeder die Clap, die du auswählst, geil, passt. Der Synthi, den du nimmst, der passt perfekt da rein. Ja. Und es gibt, dann das sind so 1% der Produktion und 99% der Produktion sind, nee, die Clap nicht, die Clap nicht, die Clap nicht, die auch nicht. Und du brauchst 3 Wochen, um die Clap zu finden und so. Genau. Eigentlich kannst du den Song dann auch schon wegschmeißen, also. Ja, nicht ganz so schlimm, ja, aber. Genau. Aber im Prinzip hast du. Ja, ja. Also, ich bin mir ziemlich sicher, das kennen relativ viele Produzenten. Du hast diese Produktion, die machst du in 1-2 Tagen und dann sind das ist fertig. Oder du brauchst halt Wochen für so ein Ding. Ja. Und schraubst noch und verbesserst und dann testen und dann nochmal ändern und so. Und wir haben gerade so einen Song, also Kalmani und Gray, der Alex und ich, wir haben gerade einen Song, der ist jetzt so 2 Tage alt und. Also 2 Tage, 2 Nachmittage produziert und der ist so weggefloat und ja, geil, mega. Du kennst ja unsere kommende Single, die Siegel. Seven Seagulls. So, ja. Genau, die kommt ja im August auf Tonspiel. Ja. Und die finde ich ja auch schon extrem stark. Ja, aber die ist nur 1% so gut von dem, den nee. Jetzt übertreibst du aber. Ja, nicht 1%, aber also das ist das Ding, was wir jetzt gerade hier. Also es wird dann sozusagen die Follow-up, soll das werden, zu Seven Seagulls schon. Also das ist auch so, wenn du Produzent bist und Songs hören, dann bist du ja immer schon eine Stufe weiter eigentlich. Ne? Also, ja, genau. Du hast den Song dann irgendwann abgegeben, das Master hast du zum Label geschickt und dann dauert das eigentlich noch Wochen, bis der Song, oder Monate manchmal, bis dein Song veröffentlicht. Gefühlt bist du ja schon beim nächsten Song, also nicht nur gefühlt. Genau, und dann machst du halt ein Wochenende Pause und dann fängst du wieder an am nächsten Montag sozusagen und machst den nächsten Song. Ja. Und dann denkst du auch gar nicht mehr unbedingt jeden Tag an die Nummer, die du da schon abgegeben hast, sondern du bist dann halt immer, die Zeit läuft halt weiter so, ne? Und in diesem Stadion bin ich auch gerade und das hört sich manchmal ein bisschen lustig an für die Leute, die kennen noch nicht mal die Nummer, die als nächstes kommt und du bist schon 1 oder 2 Songs weiter im Studio, ne? Ja. Nee, aber gutes Gefühl so, ja. Also wir haben gesagt, ich krieg sie ja wie wahrscheinlich auch mal wieder. Ja, ich kann dir auch gleich schon einen Rough Mix schicken, wenn du willst. das ist so, wir haben gedacht so, ey, das ist eine Nummer, das werden die später alle bei ihrem Abschlussball und so weiter spielen und hören und mitsingen. Ah, so. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern so weltweit. Ja.
Also wenn du zum Beispiel da deinen Schulabschluss in den USA hast oder so, dann kannst du den Song anmachen und mitsingen. Du hast es geschafft, Ich bin rattenscharf auf diese Nummer. Ich muss die unbedingt hören. Ja, kann ich dir kann ich vielleicht nachher mal schicken als Roughnecks. Ja, der Stream ist schon wieder weg. Was ist das denn hier? Tomorrowland ist es nicht. Nee. Gut, dass ich nicht hingefahren bin. Achso, nee, der Stream ist, glaube ich, auch gerade offline, weil jetzt ist Pause, ne? Ach, wird umgebaut. Aber eigentlich war Tomorrowland dann auch immer, dann wurden die Moderatoren eingeblendet und die haben dann immer Interviews oder so geführt. Eigentlich müsste jetzt Hardwell ein Interview führen mit dem Moderator. Und dann erzählt er so, wie es war. Ja, irgendwie, die sind nicht so. Tomorrowland, auf dem absteigenden Ast. Ja. Das letzte Jahr, Fragezeichen. Nee. Du, jeder hat mal technische... Spaß, das war. Ja. Das war ja mega voll auch alles da. Also scheint bei denen auch zu laufen. Ja, jetzt kommt er wieder was. Was ich sagen wollte, ist... Habe ich den Faden jetzt leider verloren. Wir waren bei deiner neuen Supernummer. Ja, wir waren schon mal. Ich wollte einfach nochmal auf die Supernummer eingehen. Was könnte ich da noch gerade sagen? Puh. Ja. Ach so, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Sehr gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Oliver Heldens hat in seiner aktuellen Folge seines Podcasts, also der macht auch einen Podcast, aber nicht so wie wir, sondern der spielt halt Musik, macht ganz bisschen Moderation dazu. Also so ein Mix mit Moderation. Hat er, glaube ich, die neue Axwell & Grosso Single gespielt und hat dann aber aus Versehen gesagt, dass die Jungs nächstes Jahr ja auch auf Welttournee sein werden. Als Swedish House Mafia. Oh. Ach so. Und dann, es könnte sein, so klang es zumindest, dass er aus Versehen verraten hat, dass die tatsächlich nächstes Jahr dann oder unterwegs sind. Oder ist wieder so ein ganz krasser PR-Coup. Kann auch alles sein, klar. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, nee, aber zumindest könnte es sein, dass sich dann die Gerüchte bestätigen. Aber es gab ja auch die Gerüchte, beim Ultra Music Festival, dass die Swedish House Mafia beim Tomorrowland auflegen werden. Mhm. Aber tun sie aber nicht, wie es aussieht. Wie es aussieht, nicht. Ne? Ja. Oder jetzt gleich große Überraschung, kommt noch Steve Angello. Axel Ingrosso und Steve Angello. Klettert auch noch die Bühne hoch und dann hast du ja Swedish House Mafia, aber ich glaube eher weniger. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin auch ein ganz krasser Vertreter von der von dieser These, don't believe the hype. Also wenn etwas zu krass gehypt wird, dann wächst in mir einfach immer weiter die Skepsis. Okay. Weil ich denke mir dann immer so, das ist mit allem so, wenn Filme zu krass gehypt werden, ich weiß nicht, vielleicht bei mir ist das so, irgendwann kippt das so, weißt du? Dann sitz ich da eher und denk so, wollen wir doch mal sehen. Mhm, ja. Ja, klar. Also meistens ist ja so, dass dann auch die Erwartungen nicht ganz erfüllt werden. Und dann bist du halt ein bisschen auch enttäuscht. So, ne? Tja. Ich könnte was ganz thematisch was anderes sagen. Warte mal ganz kurz. Hast du Goliath gesehen auf Amazon Prime? Nee. Okay. falls das irgendwer gesehen hat, dann muss er bei Staffel 2, wenn er nicht gespoilert werden will, obwohl ich spoilere einfach nicht viel, ich sag's einfach mal so grob. Das ist auch wieder so ein Phänomen. Also die erste Staffel Goliath auf Amazon Prime war ganz cool. Ist so eine Sendung über so einen Anwalt. Alles ganz, war so entspannt, war so ruhig, ja. Und jetzt kam Staffel 2 raus und ich dachte so, cool, gucken, worum es in dieser Staffel geht. Und was ist passiert? Alles ist krasser geworden. Also der Fall ist viel heftiger, die Menschen sind viel krasser, es sterben auf einmal viel mehr Leute. Also du hast so dieses Problem, du musst alles irgendwie jetzt so krass steigern. Ja. Aber irgendwie bin ich jetzt raus. Kennst du das? Ja, klar, das ist ein Phänomen, das kennt, glaube ich, jeder. Also, ne? Die Kunst ist es dann halt so zu steigern, dass es funktioniert irgendwie, ne? Ja, ich frage mich manchmal, ob
ist wirklich, also ist das so eine innere Panik von so Produzenten, also auch von jetzt Film- oder Serienproduzenten, ist ja ganz egal, ist das so eine innere Panik, dass man so denkt, man müsse jetzt tatsächlich einen drauflegen und anstatt einfach zu sagen, nö, wir überlegen uns eine neue Geschichte, aber vielleicht im selben Tempo, mit ja. genauso wenigen Toten. ne? Aber das passiert so häufig nicht. Ja. Also, das ist so Iron Man 1, cooler Film, entwickelt sich nicht übertrieben und so. Und mit jedem Teil, ich glaube, das letzte, was ich gesehen habe, Iron Man 3, auf einmal fliegen hunderte Iron Mans KIs durch die Lüfte. Mhm. Und boah, das ist so... Ja. Ja klar, es ist halt so ein Problem. Das ist aber, wir sind ja hier ein Audio-Podcast sozusagen, also wir reden hier über Musik. Man kann das aber auch auf Musik übertragen. Und zwar, wenn du einen Song veröffentlicht hast und der wird dann Hit, so soll er passieren, dann hast du ja das Problem, dass du danach eine Follow-up-Single rausbringen musst, die mindestens genauso erfolgreich sein sollte. Oder zumindest annähernd so erfolgreich. Und hast auf einmal einen Riesendruck. Ja. Den du überstehen musst, sozusagen. Ja, und dann kann es halt auch passieren. Dann sagst du irgendwie, ja, dann holen wir uns noch zwei Features rein und dann nehmen wir noch so ein Teil und auf einmal machst du halt, so, weiß ich nicht, übertreibst es vielleicht auch mit dem Song, ne? Und er wird halt dadurch einfach nicht besser. Ja, also das, man muss auch dann manchmal sagen, das kannst du auch nicht schaffen. Also nee. Ein Darude veröffentlicht Sandstorm. Wie willst du diesen Song noch toppen? Nee. Das kannst du nicht schaffen, ja. Der ist halt so krass Kult, der ist gut und du kannst halt dann machst du danach irgendwie so einen, der so ähnlich ist und versuchst dann irgendwie so ganz traurig noch was zu steigern, was aber einfach nicht klappt. Ja, das ist das, da sind wir auch... Am besten macht der, nach der Root Sandstorm machst du am besten dann eine Ballade. Ja, letzte Woche, ne? Dune und so weiter. Findet man auch in unserer Playlist. Ja, aber du bist ja dann beim Thema One-Hit-Wonder, so. Ja. Und das ist echt so ein Phänomen. Und da, also das ist meine Theorie so, die Leute, die es schaffen, wirklich noch einen zweiten oder einen dritten Hit sich aus dem Ärmel zu schütteln, so, das sind die wahren Genies, so. Das sind die wahren Genies, so ein Avicii oder so. Der irgendwie, keine Ahnung, 5 Hits oder so einfach mal nacheinander rausgebracht hat. Ja, das war schon krass. Also, ja. Immer wenn man dachte, jetzt Levels, okay, er ist völlig on the top angekommen, da geht nichts mehr und dann kommt irgendwie Wake Me Up, ne? Also, was dann irgendwie mehr mindestens so auf gleicher Ebene wieder stattgefunden hat. Ja, aber nee, war noch viel erfolgreicher als Levels. Levels okay. Ein Club-Hit war das, ja, und dann denkst du erstmal so, ey, wie will er das noch schaffen? Das war Nummer 1 Club-Hit und dann macht er einfach mal... geht raus aus den Clubs und macht einen Chart-Hit. Also, oder einen Welt-Hit mit Hey Brother oder so, ne? Überall Nummer 1. Ja, das fand ich halt auch krass. Wake Me Up, mega krass. Und Hey Brother ist natürlich irgendwie ähnlich vom Style her, aber doch irgendwie schon wieder so eigenständig und gut, dass es eben nicht einfach nur so die billige Staffel 2 ist, sondern schon irgendwie auch geil. Ne? Ja, ist echt geil. Und da gibt es so wenige, die das schaffen. Und das ist echt, echt das Phänomen, finde ich so. David Guetta, oder ich sage mal Team David Guetta, mit seinem Komponisten, den Twinford, oder wie heißt er noch, mit Vornamen? Weiß ich nicht, müsste man jetzt, ich kann mir den Namen so schlecht merken, den findet man ja in dem Wiki-Artikel über David Guetta, weil er in jedem Titel irgendwie mit vorkommt, oder? Ja, Giorgio heißt er, Giorgio Twinford oder so. Der ist ja so das musikalische Genie hinter David Guetta, der komponiert die ganzen Sachen alle. Und wie viel Hits der schon hatte, geschrieben hat, Wahnsinn. Ja. Also das sind so, oder auch noch ein Beispiel, Calvin Harris. Ja. Der hatte auch schon einige Hits und kann das auch irgendwie. Gibt so ein paar Leute, die es können, aber das ist echt die Minderheit. Ja. Aber ich finde, was man auch mal sagen muss, ich möchte das an dieser Stelle auch mal eine Lanze brechen für alle One-Hit-Wonders. Das klingt häufig auch, hat das so einen negativen Touch. Ja. Es wird immer so gesagt, so, ja, One and Wonder. Der hatte Glück, dass er einen Hit hatte. Ja, und dann auch so, und dann wird das so belächelt, was er danach gemacht hat. Und ich finde das manchmal,
das ist so unfair, weißt du, weil, ey, ist doch geil, wenn manchmal hast du halt eine geile Idee im Leben, ist doch okay, das ist doch nicht, also, ne, da muss ja nicht direkt alles, was danach kam oder so, muss man ja nicht direkt scheiße reden. Mir ist das manchmal ein bisschen hart, wie man damit umgeht, so. Ja, absolut, du musst auch erstmal diesen Menschen Hit haben. Die sind halt hart, aber. Das schaffen ja die wenigsten, erstmal überhaupt einen Hit zu haben, also erstmal einen One-Hit-Wonder zu landen, das ist ja schon mal. Ja, eben, das ist ja schon total krass und dann wird halt häufig dann so danach nur so, ja, danach kam nur noch Scheiße und so. Also ich neige da auch manchmal zu harten Worten, aber eigentlich, wenn ich so mal drüber nachdenke, darf man das nicht machen. Ja. Also, nee, absolut. Das ist eine fast unlösbare Aufgabe, haben wir ja gerade festgestellt. Ja, absolut. Das ist ein hartes Brot, so irgendwie. Aus dem Hit noch einen nachzulegen, ja. Ja, bin ich ja froh, dass ihr das geschafft habt, nach Seven Seagulls jetzt noch. Genau. Haben wir schon geschafft. Warte mal, jetzt müsste man erstmal eine Zeitform in der Grammatik entwickeln, die das abdeckt. Ihr werdet das ja auch geschafft haben. Würden werden. Ja, eventuell. Ja, genau. Nee, ich hab das jetzt hier auch alles mit einem Zwinkern in den Auge gesagt. So, ne? Ich habe das genauso verstanden. Du hast das ganz oft so, oder das kommt häufiger vor, du hast einen Song veröffentlicht sehen und denkst, ey, das wird jetzt einschlagen wie Sau und passiert nichts. Und dann hast du irgendwie so ein B-Projekt, wo du so ein C-Track veröffentlichst und der zündet auf einmal so ein bisschen. Ne? Das kommt auch vor. Und steckst da nicht drin. Ja, das passiert immer, wenn einer bei Spotify nach der Mittagspause gegen seinen Schreibtisch fällt. Und auf den Knopf drückt, ja. Ja, so aus Versehen. Dann wird schon wieder, ach fuck, Leute, ich habe heute schon wieder so eine B-Nummer gehypt. Ja, egal. Komm. Ja, manchmal ist das auch so. Meine Theorie ist, man macht es auch als Produzent sich manchmal auch ein bisschen zu kompliziert. Du hast zum Beispiel eine ganz einfache Melodie und dann verwirfst du die, und wo du sagst, ey, die ist zu simpel, das ist Kindermelodie. Also das ist mir zu einfach. Schmeiß die weg oder veröffentlichst das halt irgendwie nicht als dein Hauptding. Ja. Und die musikalisch komplexe Komposition, wo du denkst, boah, das ist jetzt echt krasser Harmoniewechsel und seltene Harmonie-Progression und so, ne? Chord-Progression. Und denkst, das ist jetzt, weil das so musikalisch komplex ist, wird das auch gleichzeitig erfolgreich, aber das ist natürlich ein Trugschluss. Genau das Gegenteil ist ja oft der Fall, ne? Dass die einfache Kindermelodie mit den drei Akkorden, dass man die einfach mitsingen kann und das wird dann der Hit, ne? Schnieschner Schnappi. Hatte ich auch in der Schublade, habe ich verworfen. Ja. Das ist manchmal. Wollen wir aufhören? Ach so, Entschuldigung. Nee, du sag noch was, wenn du. Ich wollte nur sagen, ist mir gerade noch eingefallen im Kontext. Es gab ja bei Clubsounds TV diese Sendung über die 2000er Jahre. Ja, habe ich mir auch angeguckt. Ja, und da hat der liebe Pulse Driver erzählt, dass er die Explode abgelehnt hatte als Label. Das fand die hat er abgelehnt. Fand ich ganz witzig, weil das ist auch so eine ganz einfache Melodie. Fertig, genau. Und Mega-Hit. Aber abgelehnt und war der Hit. So, das würde noch in den Kontext passen. Ja. Das ist schon, schon krass, und ärgerlich als Label. Weißt du den manchmal in den Arsch? Ja. Ja, krass. Wir haben doch wieder eine Stunde rumgekriegt hier. Ja, heute mal ein bisschen lose die Sendung. Ist aber auch schon spät jetzt. Ich glaube, da waren trotzdem viele, viele interessante Informationen für unsere Fans dabei. Ja, genau. Nächste Woche sinkt das Niveau dann nochmal eine ganze Ecke, weil dann ist Basti wieder da. Yeah! ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Und alle, die mögen, können natürlich jetzt auf unsere Webseite gehen. www.dieklangküche.com und sich die Premium-Folge klicken. Auf jeden Fall. Ja. Macht das und ich wünsche euch allen noch ein angenehmes Wochenende, beziehungsweise wenn ihr den Podcast hört, eine angenehme Restwoche. So. Genau. Bis dann. Bis dahin. Tschö. Ciao, ciao.